wurde sehr gut aufgenommen, ich fühle mich extrem wohl. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf die Saison. Heute Schalker Saisoneröffnung, wie ist das für dich, so viele Menschen jetzt so gesehen, so viele Fans, auch gerade nach Corona? Ja, also bei meinem alten Verein waren auch schon ein paar Fans hier, beim Tag der offenen Tür, aber hier bei Schalke ist es nochmal 10-mal so groß oder so. Und ja, es ist einfach Wahnsinn, wie sehr die Fans diesen Verein leben und lieben und einfach unglaublich. Hast du schon gelernt, welches Spiel am wichtigsten ist? Ja, das habe ich schon gelernt. Willst du eine Antwort auch haben? Ja, gern. Ja, Dortmund. Ja, darauf vorbereitet, aufs Derby. Ich denke mal, ja, das wird auch so sein. Leo, wie geht's dir gesundheitlich? Du musstest so ein bisschen gedrosselt in der Vorbereitung bis jetzt agieren. Ja, das stimmt. Ich habe die Vorbereitung ein bisschen langsam gestartet, aber jetzt gestern habe ich mein Comeback gegeben nach knapp 9 Monaten. Und ja, also mir geht's gut, meinem Knie geht's gut und ich werde jetzt hoffentlich immer mehr Spielpraxis bekommen. Und dann werde ich hoffentlich in nächster Zeit wieder voll im Saft sein und dann hoffentlich 90 Minuten gehen können. Du bist gestern eingewechselt worden, wenn ich es richtig gesehen habe, für Florent Moyer. Der ist auf jeden Fall mit, der dann gleichzeitig auch rausgegangen. Ja. Der hatte vorher so eine etwas unglückliche Situation. Der hätte fast eine rote Karte gesehen. Wie hast du das erlebt von außen? Muss ich ehrlich sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich gerade dabei war, mich umzuziehen und vorzubereiten. Also muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht wirklich was mitbekommen. Was nimmst du dir für die nächsten Wochen und Monate vor? Du bist natürlich nicht bei 100% gerade, also hast du dir schon was. Ja, also ich will einfach im Training jetzt die nächsten Wochen Vollgas geben, mich weiterhin mit meinem Knie eins werden, mich weiterhin verbessern bei manchen Sachen, die mir noch fehlen, die mir noch abgehen und dann halt Stück für Stück dann arbeiten und dann hoffentlich bald einmal in der Weltensarena auflaufen zu können. War ähnliche Frage. Bundesliga-Start steht bald auch an, DFB-Pokal. Wie sehr freut man sich dann auch, Bundesliga zu spielen zum ersten Mal? Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Also man träumt als kleiner Junge, dass man eventuell mal in der Bundesliga spielen kann. Und jetzt habe ich die Chance, in der Bundesliga zu spielen. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz was Besonderes. Vor allem auch vor diesen Fans in diesem Stadion. Wird ziemlich cool werden. Gibt es da auch Spieler oder Vereine, auf die man sich besonders freut, wo man vielleicht selber als Kind mal gesagt hat, boah, gegen den würde ich gerne mal spielen? Ja, ich glaube als Kind, ja, wenn man so Spiele anschaut, Schalke gegen Dortmund, Schalke gegen Bayern, ja. Die Spieler sind natürlich extrem besonders. Du hast starke Konkurrenten in der Abwehr, Leo. Wie ist so deine Herangehensweise? Jetzt sagst du, ich will unbedingt so schnell wie möglich in die Startelf, oder bist du dir bewusst darüber, dass du dich möglicherweise erstmal ein bisschen hinten anstellen musst? Ja, es ist mir schon bewusst, dass ich auch wegen meiner Verletzung jetzt ein bisschen Zeit brauchen werde, bis ich wieder zum Spielen kommen werde. Aber ich bin einfach ein Typ, der bei jedem Training und bei jeder Einsatzminute, was er dann bekommt, 100% gibt und alles für den Verein geben wird. Und ja, im Endeffekt werde ich nicht aufgeben und werde so lange arbeiten an mir, bis ich dann mein Leibchen habe. Dankeschön.